zeige euch, Leute. Zufrieden bin ich nicht mit meiner Absage, die ich da gebaut habe. Ich glaube, da müssen wir noch mal was ändern. Also ich glaube, wir brauchen für die Absaugung einfach mehr Luftvolumen. Weil das Problem ist, unsere Staubsauger haben wir jetzt auf drei Ecken. Das Problem ist, die Absaugung haben wir jetzt auf drei Punkte aufgeteilt. Die Spanhaube, den hinteren Anschluss und den Trichter unten. Und ganz ehrlich, Leute, ich glaube, das ist zu viel. Wir haben da einfach zu viele Wege für die Absaugung. Wir brauchen da etwas, was mehr Luft durchzieht. Wisst ihr was? Ich glaube, wir rufen kurz den Markus an von Turtellino und fragen mal, was der so meint. Schauen wir mal, ob er rangeht. Ich habe natürlich auch hier unten wieder ein super Netz, von dem wir probieren das über WhatsApp. Ja, Markus, habe ich dir. Hörst du mich? Okay, warte, ich probiere es einmal nochmal ein bisschen anders. Jetzt geht's. Ja. Jetzt hört er mich. Jetzt geht's. Ja, ich habe die über die Anlage laufen gehabt und irgendwie, wenn ich dann rede, dann meint das eben, ich höre die doppelt oder keine Ahnung. Da stimmt noch etwas nicht. So, machen wir es. So, tun wir. Passt. Dann wünsche ich dir was. Markus, ich wünsche dir viel Erfolg noch mit Fusion. Na, Dankeschön, wenn wir ihn haben. Ja. Und dann hören wir uns wieder. Wir hören uns wieder. Alles klar. Na gut. Passt. Mach's gut. Servus. So, wir haben jetzt relativ lange telefoniert. Den Link zum Markus packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung zu seinem YouTube-Kanal. Ja, was ist das Ende vom Lied? Ich brauche eine andere Absaugung, weil einfach der Staubsauger zu wenig Luft pro Minute durchzirkulieren kann. Und Markus hat mir da einen empfohlen, und zwar dieses hübsche Teil hier. Das Ganze ist von der Marke Zipper, glaube ich eher ein österreichisch bekannter Hersteller. Das gleiche gibt es im Prinzip auch von Schettbach und was nicht alles. Wie gesagt, er hat mir die empfohlen, war preislich sehr gut, unter 100 Euro. Das Ganze ist eine Absaugtonne, sprich es ist nicht so ein komplett Riesenteil. Aber es hat halt relativ viel Luft pro Minute Durchzug. Das müsste irgendwo vielleicht sogar stehen. Genau, hier 183 Kubikmeter pro Stunde. Also das ist, glaube ich, doch mal eine andere Hausnummer als mein Staubsauger. Und wir haben halt hier vor allem auch ein 100er Absaugungsrohr. Das heißt, das sollte dann für meine Tischkreissäge und vor allem auch für mein Hobel definitiv der richtige Partner sozusagen sein. Das Ganze ist 1100 Watt stark, das heißt, ich kann es auch parallel mit meiner Tischkreissäge die Absaugung hat eine Leistung von 1100 Watt, das heißt, ich kann sie auch kombinieren mit meiner Tischkreissäge und weil sie beides über denselben Stromkreislauf laufen lassen. Ich werde hier unter der Werkbank werde ich quasi einen kleinen Bereich einrichten, wo diese Absaugungsanlage dann steht. Vom Staubsauger bleibt nur noch das hier übrig für die Tischkreissäge. Alles andere, sprich der Trichter unten und der hintere Ausgang, wird über diese Absaugtonne gefahren. Und zudem gibt es natürlich wieder einen Schieber, wo wir dann quasi hier rausgehen können und wo wir hier draußen unsere Hobelmaschine anstecken können. Weil dann hat auch die Hobelmaschine einfach nochmal einen größeren Durchzug und dann muss nicht alles in die normale Staubsauger absaugen. Ich bin gespannt, ob und wie das funktioniert. Ich würde sagen, wir packen das Ding erstmal aus. Und da, liebe Leute, ist das gute Stück, wie gesagt, eine neue Absauganlage bzw. eigentlich nur eine Absaugtonne. Das Ganze ist speziell eben für die Tischkreissäge und später auch für den Hobel gedacht bei mir. Das heißt, wir werden damit die Tischkreissäge einmal hinten und unten absaugen und über die Staubsaugerabsaugung, da wird quasi dann die Spanschutzhaube mit versorgt. Ich würde sagen, wir packen das gute Ding mal aus. Lieferung war sehr schnell. Ich habe es Ende Januar bestellt und es kam irgendwie 2-3 Tage nachdem ich es bestellt hatte an. Okay, ich bin gespannt, was wir da noch alles dabei haben. Und der Rest, das ist die Tonne. Ich schätze mal, das Zeug ist in der Tonne, weil ich mir gerade gedacht habe, da müsste eigentlich ein Haufen Zusatzzeug dabei sein. Wo ist das alles? Naja. Dann wollen wir doch mal schauen, was wir da so alles haben. Wir haben einmal einen Filter. Ja, ist mit Sicherheit nicht verkehrt.
Dann haben wir noch eine Schlange dabei. Und das, liebe Leute, war es dann auch schon mit der Tonne. Der Anschluss hier, der schaut eigentlich auch ganz gut aus. Dann schauen wir mal uns noch dieses Gerät hier oben an. Was ist das hier? Ölhaltig, würde ich sagen. So ein bisschen ölig, aber jetzt nicht übertrieben viel. Wir haben einmal hier das Typenschild, quasi mit dem Namen des Herstellers, den Typenbezeichnungen, genauso wie die einzelnen Elemente, sprich 230 bzw. 240 Volt, 50 Hertz, 1100 Watt, 183 Kubik. Mit den 50 Litern, schätze ich mal, ist halt die Tonne gemeint. 10,5 Kilo wiegt das Ding insgesamt. Hier ist einfach nochmal so eine riesen Übersicht, was Zipper so alles herstellt. Im Prinzip die gleiche Tonne hätte es eigentlich auch quasi baugleich von Schäppach, von Einhell und wie sie nicht alle heißen gegeben. Im Prinzip, das ist ja auch nur ein Aufkleber und die Tonne ist wahrscheinlich eine andere Farbe bei den anderen. Blau oder Rot halt dann in dem Fall. Das Ding war aber vom Preis her eigentlich an dem Tag einfach am günstigsten. Außerdem hat mir auch der Markus noch von der Tonne eben den Link geschickt. Das heißt, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er von der Marke auf jeden Fall noch nichts Negatives gehört hat. Wir haben hier die doch relativ ausführliche Betriebsanleitung. Also das ist wirklich hier ordentlich viel, schön zusammengebunden, farbig. Also das ist mal, das kann sich mal sehen lassen als Bedienungsanleitung. Okay, innen ist es dann schwarz-weiß, aber das ist auch vollkommen okay. Wir haben natürlich die Zusammenfassung, die technischen Daten, die Sicherheit und. Motorgehäuse abnehmen, bla bla bla, Filterpatrone und Filtersack montieren. Das heißt, wir haben hier nochmal einen extra Filter. Ja, er fühlt sich an wie ein Filterkaffeebehälter, bloß ein bisschen größer. Ich glaube, da können wir viel Kaffee damit machen. Das heißt, wir haben hier den Filter, das ist oben so gummischaumstoffmäßig. Dieses Ding soll hier rein. Sprich, wir öffnen das Ding einmal, stecken die Verkehrung da hinein. Und jetzt sollen wir die umklappen und da quasi nach innen rein, damit hier das dann später auch gut drin sitzt. Weil irgendwie muss der Filtersack ja auch fest drin sitzen. So, jetzt können wir hergehen und können das hier aufstulpen. Jawohl, das geht eigentlich ganz gut. Und somit ist quasi der Filter mit dem Filter in dem Filter geschützt. Oder nicht? Und dann kommt der Filter drauf. Okay, Kabellänge, muss ich sagen, lässt zu wünschen übrig, ist aber auch okay. Was nicht so geil ist, ist der Penüppel hier. Da drin ist die Konterschraube herunten. Ja, das ist ja nicht so geil. Weil das jetzt nicht sich, also ich kann das logischerweise jetzt nicht da drin anschrauben. Das Problem, damit ich das jetzt wieder hier anschrauben kann, müsste ich alles hier demontieren, sprich den oberen Körper von der Metallscheibe, damit ich dann hier die Schraube wieder kontern kann. Das ist echt nicht so geil. Ich werde das an der Stelle einfach mit Heißkleber festkleben, damit das einfach hier einen relativ sauberen Halt hat. Denn immer wenn man die Tonne ja ausleert, dann bewegt sich das Kabel ja schon auch mal ein bisschen mehr und mal ein bisschen weniger. Und damit man das hier nicht irgendwann ausreißt, machen wir einfach einen klecksbaren Heißkleber hin und gut ist. Dabei schauen wir uns kurz den Schlauch hier an. Kann mir jemand erklären, warum so ein Schlauch, der aus Plastik besteht, nochmal in einem Plastikschlauch drin sein muss? Hey Leute, das muss doch echt nicht sein, oder? Okay. Und dann haben wir jetzt hier unsere Königspython. Mit aktuell einem sehr kleinen Adapter. Aber was sehr cool ist, es ist jeder Adapter einzeln adaptierbar. Sagt man nur so? Ja, ich glaube schon. Machen wir mal das Ding hier kurz heile. Da wir natürlich da einiges umbauen müssen bei meiner Tischkreissäge in Sachen Absaugung, werden wir das Ding jetzt einmal mal kurz testen. Denn ich möchte sehen, erstens, wie laut ist das Teil? Zweitens, was bringt das Ding wirklich weg? Ja, also, wenn es nämlich nur so ist wie der Staubsauger, wovon ich definitiv nicht ausgehe, dann brauchen wir es ehrlich gesagt nicht aufbauen. Und auch mit den verschiedenen Adaptergrößen testen, wie viel Luft bringt der wirklich aus so einem kleinen Absaugrohr dann noch raus. Dann würde ich sagen, testen wir das Ding einfach mal. Ihr seht, da hinten habe ich einen Haufen. Ist jetzt eher feine Späne, aber trotzdem würde ich sagen, schauen wir uns das mal an. Als erstes mal den Geräuschepegelcheck.
Bin echt bis jetzt mega zufrieden. Die Lautstärke ist echt total annehmbar. Also das ist jetzt nicht besonders recht viel lauter als mein Staubsauger. Man merkt definitiv, da ist ein bisschen mehr Dampf dahinter. Ich würde sagen, wir schauen uns einmal noch ganz kurz an, wie es denn da drin ausschaut. Machen hier mal aus. Heben den einmal runter. So, der Filter, der hier dran ist, der ist schon ziemlich voll. Der saugt sich auf jeden Fall ziemlich schnell voll mit dem ganz feinen Staub. In dem Schlauch selber, da ist so eine Art Kreuzsperre drin. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine gute Idee ist oder ob ich den vielleicht rausmache, weil da waren jetzt schon ein paar so längliche Teile dran gehängt. Trotzdem bin ich sehr zufrieden, wie er das alles aufgesaugt hat. Das heißt, das sollte auf jeden Fall funktionieren. Ob bei so einer Tonne vielleicht auch ein Zyklon sinnvoll ist, damit man halt diesen Filter nicht irgendwie alle heiligen Zeiten wechseln muss, oder ich glaube, wechseln muss man ihn gar nicht, sondern eher wieder ausblasen oder freiklopfen. Schreibt mir eure Erfahrungen gerne mal in die Kommentare, würde mich echt interessieren. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal bauen wir das Ding in die Werkbank ein. Das heißt, es kriegt unten ein Brett, wo das Ding dann draufsteht, wo man es aber trotzdem gut rausbekommt. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wenn das Ganze ein bisschen besser wird. Würde mich freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Und wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao. We'll be right back.